So, einen schönen guten Morgen. Wir haben uns ja letzten Donnerstag mit einem MATLAB- oder Octave-Skript ausführlich beschäftigt, das Ihnen so ein wenig näher erklären soll oder hoffentlich Ihnen näher erklären soll, was sich wirklich hinter der Fourier-Reihenentwicklung, hinter dem Fourier-Integral verbirgt. Und ich habe Ihnen das ja hochgeladen. Ich habe an dem Skript noch mal ein bisschen gearbeitet, weil ich auch im Nachgang gemerkt habe, dass vielleicht die ein oder andere Bezeichnung doch nicht so ganz hilfreich war. Deshalb habe ich jetzt, also das eigentliche Programm heißt Fourier-Analyse-Demo. Punkt M, ja, also ein MATLAB- bzw. Octave-Skript. Und um nicht die Version immer wieder zu überschreiben und dann nachher entsprechend da für Verwirrung zu sorgen, habe ich jetzt nochmal eine leicht modifizierte Version, auch bei Meister, die hochgeladen, die dann Fourier-Analyse Demo 2 heißt. Wie gesagt, und die beiden befinden sich bei MyStudy in dem Ordner Octave-Skripte Fourier. Also bei Signalverarbeitung natürlich. Und das ist auch ein Skript, das ich jetzt in diesem Semester zum ersten Mal in der Vorlesung verwende. Und ja, wie gesagt, noch so ein bisschen mehr hoffentlich die Mechanismen, die sich hinter dieser Transformation oder hinter dieser Entwicklung verbergen, noch etwas klarer zu machen. Ich möchte mit Ihnen noch mal ganz kurz das Programm einmal starten und dann auch noch einmal kurz durch den Programmtext durchgehen. Das kennen Sie ja jetzt mittlerweile zur Genüge. Wir haben hier ein Signal, das aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt ist. Jetzt muss ich gerade noch mal schauen, ich habe ja mal wieder was geändert. Genau, die Frequenzen sind nämlich jetzt 5, 10 und 20 Hertz. Es gibt einen bestimmten Grund, warum ich das etwas umgeändert habe. Jetzt muss ich mal ganz kurz 5, 10 und 20 Hertz. Wir werden noch viele Besonderheiten kennenlernen, aber wir wollen es am Anfang nicht zu kompliziert machen. Und deshalb das Programm noch mal gerade neu starten. So. Also, hier drei entsprechende Frequenzen mit unterschiedlichen Phasen. Das haben wir ja alles schon so gehabt. So sieht dann unser Überlagerungssignal aus. Da ich halt jetzt ein bisschen an den Frequenzen was geändert habe, sieht das überlagerte Signal jetzt anders aus als das, was wir letzte Vorlesung hatten. Und das ist unser Ausgangssignal, hier unser Summensignal F. Und das wollen wir jetzt halt in einer Reihe entwickeln. Und da haben wir dann ja gelernt, was mache ich bei der Reihenentwicklung nochmal. Ich habe hier
jetzt das Signal. Das ist das gleiche wie eben, nur dass es halt jetzt zusammengeschoben ist. Deshalb sieht es ein bisschen anders aus. Ich hoffe, das irritiert Sie nicht. Und bei der Reihenentwicklung, dort gilt es ja jetzt, die verschiedenen Koeffizienten fk bzw. die Amplituden ak und φk zu bestimmen. Also, und ich will das jetzt auch nicht weiter ausführen, das haben wir, glaube ich, jetzt in hinreichender Ausführlichkeit gemacht. Also Bestimmung fk, beziehungsweise, denn das steckt in dem fk ja drin, die ak und die φk sollen bestimmt werden. Und wie kriege ich das Ganze jetzt hin? Ja, k ist ja ein Index, der sozusagen 1, 2, 3, 4, 5 annehmen kann. F1, F2, F3, F4, F5. Wir werden in dem Programm hier immer die ersten 50 berechnen. Und wie lief das nochmal ab? Ja, um mein F1 zu berechnen, muss jetzt mein Signal, das ich gerne hier entwickeln möchte, das ich in die Frequenzdarstellung übernehmen möchte, muss ich jetzt erstmal mit einem Kosinus von einmal 2π multiplizieren. Dann kommt das Signal hier raus und wir haben ja gesehen, das Fourier-Integral erfordert dann noch, dass neben der Multiplikation auch noch entsprechend der Flächeninhalt bestimmt wird. Und der Flächeninhalt ist ja dann nichts anderes als die Summenbildung über alle Funktionswerte dieser Multiplikation. Das ist aber gerade 0, denn dieses Signal hat genauso viele Anteile im Positiven wie im Negativen. Ja, negative Anteile oder Werte, die unterhalb von 0 liegen, werden halt negativ gewichtet, die oberhalb von 0 liegen, werden positiv gewichtet. Das ist Ihnen, glaube ich, auch bekannt. Wir bilden nicht den Betrag des Flächeninhaltes, sondern wir bilden hier den gesamten Flächeninhalt. Und der ist 0. Und wir müssen auf der anderen Seite das Ganze auch noch für Minus Sinus machen. Das war ja diese Zerteilung von E hoch JK Omega T, was sich ja nachher in K Cosinus K mal Omega T und Minus Sinus K mal Omega T auseinander dividiert hat. Ich muss es nochmal eben, ich bin gerade hier dran gekommen und deshalb hat sich das Programm direkt nochmal ist einen zu weit gesprungen. Hier waren wir. Das heißt, ich multipliziere dieses Signal jetzt auch nochmal mit dem Minus Sinus. Kriege ich hier auch eine Funktion raus und die hat auch einen Flächeninhalt 0 und damit ergibt sich für unser fk halt letztendlich f1 ist in diesem Falle jetzt 0 plus j0. Ja, weil hier, ich muss es hier zeigen, weil hier jeweils jetzt 0 und 0 rauskommt. Der Realteil von fk ist 0, der Imaginärteil von fk ist 0. Und dann wissen wir halt auch, der Punkt bedeutet natürlich auch jetzt, dass mein ak gleich 0 ist und mein a1 gleich 0 ist und mein phi1 gleich 0 ist. Denn das haben wir ja auch gelernt. Ne? Realteil, Imaginärteil, ein Punkt ist immer halt der Abstand zum Koordinatenursprung und der Winkel, der eingeschlossen wird. Wenn mein Punkt nun jetzt nun mal hier im Koordinatenursprung liegt, dann ist der Abstand vom Koordinatenursprung natürlich 0 und der Winkel auch 0. So, dann, und hier oben steht mein k jetzt immer. Hier steht auch noch, und das ist auch noch so ein bisschen verwirrend beim letzten Mal gewesen, da kommen wir auch noch gleich zu, ich berechne auch noch den Flächeninhalt meiner gesamten Funktion. Also, wie groß ist hier der Flächeninhalt meines Signals? Und da sehe ich, der ist nicht 0. Der hat einen Gleichanteil von 0,002764. Also das Signal, was bedeutet der Flächeninhalt meines ursprünglichen Signals? Das bedeutet, dieses Signal oszilliert, schwingt nicht um die Nullachse, sondern schwingt um eine Achse, die leicht positiv versetzt ist. Ja? Also wenn ich hier einen Sinus habe, der so aussieht, wie ist der Flächeninhalt dieses Sinus?
sagen wir mal f von t, und ich integriere von hier bis da. Wie groß ist dann der Flächeninhalt? 0, weil die Fläche natürlich genauso groß ist wie die Fläche. Wenn ich jetzt aber einen Flächeninhalt habe, also hier Flächeninhalt, ist 0, damit wird meine Variable, die hier a0 heißt, oder auch in der Fourier-Reihe a0 heißt, a0 ist dann 0. Was bedeutet jetzt, wenn ich einen Flächeninhalt habe, der größer als 1 ist? Dann kann es zum Beispiel bei dem Sinus bedeuten, ich habe jetzt hier mein a0 und jetzt schwingt mein Sinus um diese Achse, auch wieder mal nur bis hier. Wie groß ist jetzt der Flächeninhalt dieser Funktion? Nein, das ist nicht genau 1, sondern was haben wir hier für einen Punkt? Wir haben hier das, was hier negativ ist, ja, das gleicht ja gerade das hier oben aus. Aber die gesamte Fläche, die jetzt hier drunter liegt, das ist gerade A0. Also diese Funktion, die um A0 verschoben ist, hat damit auch den Flächeninhalt A0. Also dieser Flächeninhalt ist nichts anderes als die Verschiebung unseres Signals auf der entsprechenden Achse. Kommt da hier irgendwie minus 0,2 raus, dann ist es nach unten verschoben. Kommt da plus 0,2 raus, dann ist es nach oben verschoben. Das heißt also, dieses A0 ist eine Verschiebung meines Signals, eine konstante Verschiebung meines Signals auf der entsprechenden Werteachse. Das muss man sich hier nur merken. Typischerweise haben solche Sinusfunktionen keine Verschiebung. Deshalb ist A0 gleich 0. Wenn A0 ungleich 0 ist, bedeutet es, das Signal ist auf meiner Werteachse hier verschoben. Und wenn jetzt hier dieses Signal, was wir hier oben jetzt sehen, das ist ja unser Eingangssignal, mit dem wir jetzt arbeiten, das wir analysieren wollen, ein A0 hat, das halt 0,002764 groß ist, dann bedeutet es, es schwingt jetzt hier nicht genau um die Nullachse, sondern es schwingt um eine Achse, die um 0,002764 nach oben verschoben ist. Das ist jetzt unser Punkt, um den sich das Ganze entsprechend bewegt. Man spricht deshalb auch beim A0 von einem Offset. Ja. Also eine konstante Addition auf jeden Wert. Und gleich, wenn wir nochmal den Programmtext sehen, dann sehen wir auch, wir müssen bei der Berechnung von fk dieses a0 immer subtrahieren, sonst haben wir auf jedem Koeffizienten diesen Offset drauf. Und um den loszuwerden, subtrahieren wir das. Aber ich will Ihnen halt nur erklären, was hier jetzt für Werte auch in dem Programm auftauchen. Also für k gleich 1 haben wir halt jetzt hier 0 plus J0, Realteil 0, Imaginärteil 0, damit ist die Amplitude 0 und damit ist der Phasenwinkel 0. Das sehen wir auch hier. Ich berechne jetzt die Amplitude, das hatten wir auch, da gibt es auch eine Formel für, das kann man sich halt so über die komplexe Zahlenebene vorstellen, aber es ist ja nichts anderes als der Betrag der komplexen Zahl und das mal 2. Und die Phase ist nichts anderes als der Winkel, der eingeschlossen wird. Wie gesagt, jetzt ist ak gleich 0, und also a1 gleich 0 und phi1 gleich 0. Jetzt gehe ich mal zu k gleich 2.
Was ist das Einzige, was sich jetzt ändert? Das Einzige, was sich jetzt ändert für k gleich 2, ist, dass ich jetzt mit einem Cosinus und einem Minus Sinus multipliziere, der die doppelte Frequenz hat. Der also hier in unserem Bereich von 0 bis 1 Sekunde, den wir definiert haben, jetzt zweimal schwingt. Wieder eine Multiplikation, wieder kommt das hier raus, wieder ist der Flächeninhalt beider 0, sodass auch hier für AK, für A2 0 rauskommt und für Phi 2 0 rauskommt. Ja. F2 ist 0 plus J0. Und Phi 2 ist 0. Das kann ich jetzt nochmal für 3 machen und für 4 machen. Wir sehen, es kommt immer 0 raus. F3, F4 ebenfalls 0. Und jetzt sehen wir, wenn wir jetzt das Ganze mit 5, mit k gleich 5 bearbeiten, dann haben wir erstmalig jetzt einen Wert, der ungleich 0 ist. Und wir sehen, hier springt jetzt mein Flächeninhalt des Realteils auf 0,5. Der Flächeninhalt des Imaginärteils bleibt 0. Aber damit ergibt sich jetzt eine Amplitude von 2 mal 0,5 gleich 1. Der Phasenwinkel bleibt aber 0, denn wo bin ich? Ich bin ja auf der reellen Achse, ich habe ja keinen Imaginärteil. Also jetzt liegt mein Punkt hier bei 0,5. Und das ist praktisch jetzt 0,5 Phasenwinkel 0. Meine Amplitude ist dann aber doppelt so groß. So, und das kann ich jetzt, wie gesagt, für alles durchspielen. Ich hoffe, Sie verstehen, also das vielleicht noch mal ganz kurz. F5 ist 0,5 plus J0. Daraus folgt A5 ist 1 und Phi5 ist hier auch 0. Das gehen wir mal durch. Ich lasse mal alle Fs aus, bei denen das Ganze 0 ist. Aber wir sehen jetzt zum Beispiel F10 ist wieder ungleich 0. F10 ist 0,707 plus J 0,707. Ich kann auch das J dahinter schreiben. Da habe ich jetzt irgendwie das mal davor dahinter geschrieben. Ich glaube, das ist Ihnen bewusst. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet jetzt, dass mein AK gerade 0,707 zum Quadrat plus 0,07 zum Quadrat mal 2 ist. Da kommt dann raus AK, sprich A10 ist 2. Und dann ist auch klar, wenn hier jetzt mein Realteil und mein Imaginärteil gleich groß ist, nämlich 0,707, wie groß ist dann der Winkel, der hier eingeschlossen wird? Gerade Pi Viertel. Ja, Pi halbe ist auf der Imaginärachse, also ist das hier Pi Viertel. Das rechnet uns auch unser Programm aus. 0,785 ist nichts anderes als Pi Viertel. Also kommt hier raus, Phi 10 ist Pi Viertel. Das Programm läuft jetzt weiter, 11, 12, das bleibt wieder alles 0. F20 Jetzt kriege ich hier wieder was raus. F20 ist
0,175 plus J mal 0,303. Und wenn ich das ausrechne, sehe ich halt, das ist dann ein AK von, also A20, ein AK von 0,7 und ein Phasenwinkel von Pi Drittel. Das sieht man jetzt nicht unbedingt am Zahlenwert, aber wenn man das sich anschaut, dann sieht man das, oder dann kann man es im Taschenrechner nachvollziehen. Phi 20 ist Pi Drittel. So, jetzt müssen wir ein bisschen Geduld haben. Jetzt läuft das Programm weiter. Es werden aber jetzt nur noch Nullen erscheinen. Also die meiste Zeit kostet das Zeichnen dieser 6 bzw. 7 Graphen immer. Und deshalb ist das Programm ein bisschen langsam. Aber wir sind gleich durch. Ich will es Ihnen nur nochmal zeigen, dass Ihnen klar ist. Und das Verständnis dieses Programms ist essentiell für die Signal, also zumindest für die Fourier, für den Fourier-Formalismus. Wer das verstanden hat, der hat schon grundsätzlich verstanden, wie der Fourier-Formalismus funktioniert. Und das wird auch etwas sein, was auf jeden Fall essentiell auch für die Klausur sein wird, wo ich die ein oder andere Frage zu stellen werde. So, wir haben ja gesagt, wir berechnen nur bis k gleich 50. Ja, das heißt jetzt alle anderen bis auf diese 3, f5, f10 und f20 sind alle anderen Koeffizienten hier 0 gewesen. Und wo sehen wir das jetzt aber auch? Wo tauchen diese Zahlen 1 und und Phasenwinkel 0, 2 und Phasenwinkel Pi Viertel, 0,7 und Phasenwinkel Pi Drittel sonst noch auf? Ja, die tauchten ja auf bei der entsprechenden Definition unserer Funktion. Wir haben uns die ja so gebaut, dass sie gerade bei der Frequenz 5 Hertz die Amplitude 1 hat, den Phasenwinkel 0 hat. Bei der Frequenz 10 Hertz die Amplitude 2 hat, den Phasenwinkel Pi Viertel hat. Bei der Frequenz F3 die Amplitude 0,7 hat und den Phasenwinkel Pi Drittel hat. Ja? Genau da taucht jetzt wieder auf, was wir gerade berechnet haben. Und so hängt das letztendlich dann auch entsprechend zusammen. Und was wir jetzt hier auch gesehen haben, ist, das K hier, das ist gerade in dem Fall unsere Frequenz. Also zu K gleich 5 gehört F gleich 5 Hertz. Zu K gleich 10 gehört F gleich 10 Hertz, zu K gleich 20 gehört F gleich 20 Hertz. Aber nur, das will ich jetzt auch schon mal sagen, nur in dem vorliegenden Fall aktuell. Das gilt nur für, wenn wir hier das Groß T gleich 1 gewählt haben. Für TD bzw. groß T gleich eine Sekunde. Denn was haben wir ja gelernt? Unser Omega ist ja 2Pi durch T bzw. 2Pi mal F0 der sogenannten Grundfrequenz. Und was ist unser T jetzt? Unser T ist halt jetzt hier 1 für
t gleich 1 ist halt Omega gleich 2 Pi, beziehungsweise die Grundfrequenz F0 ist dann 1 Hertz. Und es gilt immer, zu k gehört die Frequenz k mal f0. Und deshalb haben wir hier jetzt diese schöne Beziehung, wenn nämlich mein F0 gleich 1 ist, dann gehört halt zu K gleich 1 die Frequenz K mal 1 Hertz, also korrespondiert K und F hier sehr gut. Wo wir gerade bei dem Thema sind, jetzt kann ich so, also erstmal will ich jetzt eine Sache machen. Ich will mal das Ausgeben dieser ganzen Graphen auskommentieren. Dann geht es schneller. Denn am Ende meines Programmes gebe ich nochmal einmal alle AKs und FiKs aus. Das heißt, wenn ich das Programm von gerade jetzt nochmal laufen lasse, dann geht es jetzt deutlich schneller. Fourier Demo 2. Das ist mein Ausgangssignal. Ne, ich hab vergessen zu speichern. Okay. Einmal speichern. Das ist das Signal. Und das ist jetzt das, was wir ausgerechnet haben. Nur, das ist jetzt sozusagen nicht Schritt für Schritt für Schritt, sondern ich zeige Ihnen nur noch die Amplituden und Phasen. Sie erkennen, das war das gleiche wie eben. Wir haben hier bei k gleich 5 haben wir den Wert 1, bei k gleich 10 haben wir den Wert 2. Sie vergleichen das mit dem, was an der Tafel steht. Und bei k gleich 2 haben wir auch hier einen Phasenwinkel von Pi Viertel. Und für k gleich 20 haben wir hier einen Wert von 0,7 und haben hier einen Phasenwinkel von Pi Drittel. So. Das ist möglicherweise natürlich nicht so ganz trivial, aber das muss Ihnen irgendwie klar sein, wie wir vom Signal zu dieser Darstellung kommen. Ja? Und das müssten Sie sich jedenfalls auch dann nochmal in Ruhe angucken. Ich habe Ihnen halt ja die Skripte bereitgelegt, da können Sie auch drin rumexperimentieren. So. Ja, und dann sehen Sie auch, wie schnell es geht. Was halt, das waren jetzt die 50 Ks, die direkt durchgerechnet werden. Was passiert jetzt, wenn ich jetzt meinen TD mal auf 2 setze? Dann sehe ich als erstes, das Signal hier wird jetzt nicht von 0 bis 1 Sekunde berechnet, sondern von 0 bis 2 Sekunden berechnet. Da haben wir uns ja auch letzte Vorlesung darüber unterhalten, wie unsere Zeitachse aussieht. Ja? Jetzt haben wir nicht die Zeit von 0 bis 1 Sekunde in 0,001 Sekundenschritten, also in einem Millisekundenschritten, sondern die Zeit von 0 bis 2 Sekunden. Wie viele Werte hat jetzt mein entsprechender Signalvektor? Also wir haben jetzt hier mal geändert, das ganze TD
was ja auch groß T ist, wir benutzen diese beiden Bezeichnungen ja gleich, ist jetzt 2 Sekunden. Was heißt das jetzt für meine Zeitachse? Die ja definiert wird, und wir lassen, und da müssen wir auch jetzt gucken, unser dt, td und dt, lassen wir bei 0,001 Sekunde. Wie sieht jetzt meine Zeitachse aus, die dann aufgeschrieben wird als 0 Doppelpunkt dt Doppelpunkt td? Wenn ich jetzt hier 2 eingesetzt habe, dann steht da ja 0,0012. Wie viele Elemente hat jetzt meine Zeitachse? 2001, genau. Denn wir haben ja gesagt, n, auch den Wert, die Zahl n, groß n ist eigentlich immer eine Anzahl, wenn wir hier in der Signalverarbeitung arbeiten. Die Zahl n ist ja jetzt, jetzt muss ich selber ein bisschen aufpassen, td durch dt plus 1, also in dem Falle 2001. Jetzt ist meine Zeitachse doppelt so lang. Jetzt multipliziere ich einen entsprechenden Cosinus und einen Minus Sinus darum. Und jetzt gucken wir mal, was da rauskommt. Jetzt sehe ich Folgendes. Jetzt habe ich diese Einträge auf einmal. Jetzt steht hier, sehen wir, der Wert von k gleich 10 ist 1. Der Wert von k gleich 20 ist 2 und hat die Phase Pi Drittel. Der Wert von k gleich 40 ist 0,7 und hat die Phase, das ist Pi Viertel und das ist dann die Phase Pi Drittel. Was ist jetzt passiert? Warum sind auf einmal bei anderen Ks die Ausschläge zu sehen? Und das ist genau das, was ich hier gesagt habe. Mein F0 hat sich jetzt verändert. Wie groß ist denn mein F0 jetzt für t gleich 2 Sekunden? Beziehungsweise jetzt können wir mal überlegen, wie groß ist denn mein für t gleich 2 Sekunden, wie groß ist dann mein Omega? Da ist ja Omega gerade 2pi durch 2. Also Omega ist Pi. Ja? Ja. Und welche Frequenz f ist denn jetzt damit verbunden? Wann wird denn 2pi mal f0 gleich Pi? Bei 1/2. Oder man kann auch direkt immer sagen, wir können uns dieses hier sparen, mein F0 ist immer 1 durch T. Und was bedeutet jetzt Gesundheit? Was bedeutet jetzt F0 ist 1/2 Hertz. Das bedeutet jetzt, dass mein F jetzt den Ks anders zugeordnet wird. Denn jetzt gilt ja Folgendes. Wir haben jetzt gesehen, für t gleich 2, da haben wir jetzt die Frequenzen oder die FKs, da ist ja F10 oder machen wir es mal so, A10 ist 1, A20 ist 2, A40
40 ist 0,7. Das heißt, wir haben jetzt hier für die Einträge k gleich 10, k gleich 20 und k gleich 40 Werte ungleich 0. Aber jetzt, welche Frequenzen gehören zu diesen Ks? Und da haben wir jetzt ja gerade gesagt, jetzt gilt ja, f ist k mal f0, aber mein f0 ist ja jetzt 0,5 Hertz groß geworden. Das heißt, jetzt gilt hier 10 mal 0,5 Hertz. Und das sind wieder unsere 5 Hertz. 20 mal 0,5 Hertz. Das sind wieder unsere 10 Hertz. Und 40 mal 0,5 Hertz. Das sind die 20 Hertz, die wir hier ursprünglich in unserem Programm kodiert haben. Ja, f gleich 5, f gleich 10, f gleich 20. Also, je länger das Signal ist, das ich betrachte, je größer t ist, je größer die Periodendauer ist, desto kleiner wird meine Grundfrequenz f0, von der ich die ganzzahligen Vielfachen hier bei der Fourier-Reihenentwicklung durchlaufen lasse. Ja? Jetzt ist dann k nicht mehr gleich der Zahl in Hertz, sondern jetzt ist k halbe meine entsprechende Frequenz. Das muss uns bewusst sein hier. Die Frequenz, die zu dem entsprechenden k gehört oder fk, ist k mal f0. Und damit ist jetzt f10 10 mal 0,5. f20 ist 20 mal 0,5. f40 ist 40 mal 0,5. Wenn t gleich 2 ist. Man kann es auch so hinschreiben, vielleicht ist das auch etwas besser zu merken, ist k mal 1 durch t. Ja? Die Karte, die Frequenz zum Index k ist das mit einmal t, 1 durch t. Das ist vielleicht jetzt auch erstmal ein bisschen schwierig im ersten Moment nachzuvollziehen. Deshalb, wie gesagt, kann ich Ihnen nur empfehlen, laden Sie sich das Skript runter und arbeiten Sie selber da so ein bisschen mit. Und woran liegt das jetzt letztendlich? Ich hoffe, es funktioniert jetzt, dass ich jetzt mal noch mal einmal wieder entkommentiere. Ja. Wir sind wieder bei unserem Programm. Das stimmt immer noch alles. Ja, das stimmt immer noch alles. Wir haben hier oben ja ein Signal mit f gleich 5 Hertz. Hier eins mit f gleich 10 Hertz. Nur, dass wir jetzt nicht hier oben 5 Perioden haben, sondern 10 Perioden haben, weil das Signal jetzt doppelt so lang geworden ist. Und wenn ich das jetzt mir hier anschaue, dann sieht das eigentlich genauso aus wie gerade eben. Nur, was sehen wir hier? Jetzt haben wir in unserer Periodendauer von 0 bis 2 Pi wieder einen Kosinus. Aber was heißt das effektiv, wenn der Kosinus jetzt einmal schwingt von 0 bis 2 Sekunden? Welche Frequenz hat er dann?
Wenn etwas in 2 Sekunden einmal schwingt, ja, dann hat es natürlich auch die Frequenz 0,5 Hertz. Denn wenn es in 1 Sekunde einmal schwingt, dann hat es die Frequenz 1 Hertz. Wenn es doppelt so lange braucht, ist die Frequenz halb so groß. Und das ist jetzt der Punkt. Dadurch, dass wir unser Betrachtungsfenster hier verdoppelt haben, aber trotzdem jetzt mit einzelnen Kosinus- und Sinusschritten durchgehen, ist jetzt also zu k gleich 1 nicht mehr der Kosinus 1 Hertz verbunden, sondern für k gleich 1 ist jetzt der Kosinus von 0,5 Hertz verbunden, weil er jetzt innerhalb von 2 Sekunden einmal runter und rauf schwingt. Ja, das kann man sich so vorstellen, aber das kann man sich auch einfach über die Formel hier merken. Ja, das ist der Punkt. Wir gehen immer, gehen wir los mit einer Kosinusschwingung, mit einer Minus-Sinus-Schwingung. Was hier aber variiert ist, ist jetzt die Zeit, in der der Kosinus einmal schwingt und in der der Minus-Sinus einmal schwingt. Eben war es in 1 Sekunde, jetzt ist es in 2 Sekunden. Und wenn ich die Zeit verdoppel, halbiert sich die Frequenz, die Veränderungsgeschwindigkeit meines Signals. Und deshalb muss man immer bei diesen Berechnungen hier von Fourier beachten, wie groß ist mein Zeitfenster, das ich betrachte, wie groß ist mein t. Jetzt kann man sich auch mal überlegen, wie sieht es denn aus, wenn ich t gleich 0,5 Sekunden wähle. Sie können es ja schon mal überlegen, wie wird da jetzt meine Fourier-Darstellung aussehen? Ich kommentiere das mal wieder hier aus, diese ganzen. Also gucken Sie mal das Endergebnis an für t gleich 2. Da sieht unsere Fourier-Transformierte halt so aus. Ja, bei 10, 20, 40. Wenn ich jetzt statt das Signal zu verdoppeln halbiere, was schätzen Sie, was dann passiert? Ja? Sie haben schon richtig gezeigt, nicht? Okay. Ja, was erwarten Sie dann? Wenn wir uns doch vielleicht nur die Formeln angucken. Fk ist k mal 1 durch t. Wir haben jetzt gesehen, wenn ich mein t verdopple, dann halbiert sich hier meine Frequenz. Ist ja klar, wenn ich den Nenner verdoppel, halbiert sich die Frequenz. Was ist, wenn ich jetzt den Nenner halbiere? Dann verdoppeln sich die Frequenzen. Wobei ich muss rücken die näher zusammen. Es gibt hier ein Problem, oder das ist ein Problem. Ich setze das mal nicht auf 0,5, sondern ich setze mal auf 0,6. Warum das so ist, werden wir später sehen. Jetzt sehe ich, jetzt schwingt mein Kosinus hier von 0 bis 0,6. Und mein Signal, das unten entsteht, sieht so aus. Und jetzt sehe ich halt, und das ist aber Ihre Handbewegung so gedeutet, jetzt rutschen diese Peaks nicht auseinander, sondern jetzt rutschen diese Peaks zusammen. Denn jetzt haben wir hier welchen Wert? K gleich 3 ist 1. K gleich 6 ist 2. K gleich 12 ist 0,7. Das hier war falsch. 0,6. Also wir sehen jetzt hier F3 ist ungleich 0. F6 ist ungleich 0 und F12 ist ungleich 0. Und welche Frequenzen gehören jetzt zu 3, 6 und 12? Ja, mein F0 ist 1 durch
0,6 Sekunden. Ein bisschen selber. Naja, ist 1/2 Sekunden. Hätte ich es auch so drauf kommen können. Und damit ist k gleich 3, führt zu 3 mal f0. Und 1/2 mal 3 ist gerade 5 Hertz. Schreib es hier drunter vielleicht nochmal. K gleich 6 ist 6 mal 1/2 Hertz, ist 10 Hertz. Und K gleich 12 ist 12 mal 1/2 Hertz, ist 20 Hertz. Das heißt, wir sehen jetzt, je nachdem, welches T ich wähle, kriegen wir hier unterschiedliche F0 hin. Und damit sind unterschiedliche Ks dann damit assoziiert zu meinen Frequenzen. Hier ist es K gleich 3 gehört zu 5 Hertz, K gleich 6 gehört zu 10 Hertz, K gleich 12 gehört zu 20 Hertz. Hier war es entsprechend K gleich 10 gehört zu 5 Hertz, K gleich 20 gehört zu 10 Hertz, K gleich 40 gehört zu 20 Hertz oder aber in unserem ursprünglichen Fall K gleich 5 gehört zu 5 Hertz, K gleich 10 gehört zu 10 Hertz, K gleich 15 gehört zu 15 Hertz. Das ist ein schon wesentlicher Aspekt. Je größer mein T ist, desto kleiner ist diese Grundfrequenz und desto kleinere Frequenzen werden zu den entsprechenden Ks dazu assoziiert. Ja, das müssen wir bedenken. Das habe ich gerade jetzt geschrieben, vielleicht schreibt der eine oder andere es noch gerade nach. Aber was wir uns schon mal merken müssen hier, also je größer t ist, beziehungsweise t ist ja auch das gleiche wie dt, td. Desto kleiner ist die Grundfrequenz Omega gleich 2 durch T. Beziehungsweise F0 gleich 1 durch T. Die Grundfrequenz, oder das ist ja die Grundkreisfrequenz. Das Omega brauche ich ja, wenn ich wirklich einen Sinus und einen Cosinus zeichnen möchte. Und das F ist im Endeffekt die Frequenz, die sozusagen periodische Vorgänge pro Sekunde angibt. Und damit ist auch die Frequenz, die zu einem K assoziiert wird, die zu einem K gehört, auch entsprechend kleiner. Denn die Grundfrequenz ist ja immer gerade das K-fache.
dass die zu K gehörende Frequenz fk gleich k mal f0 entsprechend auch kleiner wird. Das heißt, unsere Frequenzeinträge hier, wenn wir t kleiner machen, rutschen sie zusammen. Wenn wir t größer machen, rutschen sie auseinander. Und deshalb war es auch vielleicht etwas irritierend erstmal beim letzten Mal, dass, und hier sehe ich auch noch einen kleinen Fehler, den will ich mal direkt im Skript beheben. Hier steht noch Frequenz in Hertz, das ist natürlich gerade nicht der Fall. Ja, jetzt ist es halt k gleich 3, k gleich 6, k gleich 12. Wenn ich jetzt mein t erhöhe auf 1, dann ist es halt k gleich 5, k gleich 10, k gleich 20. Und wenn ich mein t jetzt nochmal erhöhe, auf t gleich 2 zum Beispiel, na, dann rutschen sie wieder auseinander bei k gleich 10, k gleich 20, k gleich 40. Ist aber immer die gleichen Frequenzen, immer 5 Hertz, 10 Hertz, 15 Hertz, 5 Hertz, 10 Hertz, 20 Hertz. Ja? Das muss Ihnen klar sein. Also hier unten steht jetzt nicht die Frequenz, hier unten steht der Index k der Fourier-Koeffizienten. Und der ist halt an die Frequenz gekoppelt über diese Gleichung bzw. über fk ist k mal f0. Das sollten wir uns merken. Vielleicht noch einmal auch kurz zu unserem Programm, das ich jetzt hier leicht geändert habe. Ich hatte ja beim letzten Mal die... Ja, lass mal ruhig mal die Ausgabe hier auskommentiert, denn das ist das... Ist das überhaupt für Sie gut sichtbar? Es ist irgendwie alles ein bisschen hell hier. Das ist letztendlich der Bereich, wo die Fourier-Transformation stattfindet. In den paar Zeilen, das ist die Fourier-Reihenentwicklung, die dann stattfindet. Sie können sich vielleicht entsinnen, ich hatte beim letzten Mal den Vektor Test-Cosinus und Test-Sinus genannt. Ich habe mich jetzt in dem Programm Demo 2 entschieden, das nochmal umzubenennen und ich habe das jetzt K Cosinus und K-Sinus genannt. Das sind jetzt letztendlich vorberechnete Felder, vorberechnete in dem Fall Matrizen, in deren Spalten jetzt die Cosinus und Sinusse für die verschiedenen Ks stehen.
Das haben wir auch gesagt, für k gleich 1 muss ich es berechnen, für k gleich 2 muss ich es berechnen und so weiter. Ich hatte, wie gesagt, beim letzten, in der anderen Version des Programms, das auch noch oben genannt wird, ist das halt als Testkosinus und Testsinus bezeichnet. Mit der Argumentation, ja, ich teste meine Funktion auf den entsprechenden Kosinus- und Sinusanteil. Aber ich finde, das ist vielleicht doch etwas weit hergeholt, der Begriff. Deshalb nenne ich es halt K-Kosinus. Also in dem Kosinus steht halt jetzt entsprechend der Kosinus für K gleich 1, für K gleich 2, K gleich 3, K gleich 4 und sowas drin. Und den berechne ich vorher einmal, wie gesagt, für 50 Koeffizienten. Ich kann es auch bis 100 machen. Wir beschränken uns jetzt also erstmal hier auf 50 Koeffizienten. Vielleicht kann ich jetzt auch in den Kommentar mal schreiben. Cosinus und Minus Sinus wird für die ersten k gleich 1 bis k gleich 50 vorberechnet. So, und dann werden hier die entsprechenden Fourier-Integrale ausgerechnet. Hier berechne ich diesen Mittelwert, wo wir eben schon drüber gesprochen haben. Einmal wird jetzt von der Funktion f der Mittelwert bestimmt. Und der Mittelwert ist ja nichts anderes als der Flächeninhalt. F mal dt, das haben wir auch gelernt, dass wir das mit dem dt multiplizieren. Und das Integral ist ja nichts anderes als die Summe. Und dann muss das Ganze noch durch 1 durch t dividiert werden. Ich benutze hier noch eine Funktion, die heißt, das ist eine Rundungsfunktion, die rundet mir das Ergebnis jetzt auf eine bestimmte Nachkommastelle. Ich glaube, das habe ich auch beim letzten Mal angesprochen. Denn ansonsten, warum mache ich das? Vielleicht als kurzer Hinweis, ansonsten kann mir manchmal bei dieser Berechnung, bei der Phase ein bisschen was durcheinander geraten. Weil wenn ich jetzt numerisch sowas ausrechne im Flächeninhalt, dann kommt da manchmal nicht exakt 0 raus, sondern kommt da sowas raus wie 0,000013. Das sind dann aber Sachen, die aufgrund der Diskretisierung entstehen. Das sind Rundungsfehler, die praktisch durch mein Diskretisieren der Fläche entstehen. Und wenn ich jetzt hier etwas habe und ich vergrößere mich mal ganz stark hier rein, hier ist meine reelle Achse, hier steht 0,00001. Und hier steht 0,00001. Und ich habe jetzt hier irgendetwas, das einen kleinen Realteil und einen kleinen Imaginärteil hat. Dann liegt die Zahl zum Beispiel hier. Das ist zwar eigentlich 0, aber Rundungsfehler verschieben es ein bisschen aus dem Mittelpunkt. Und was macht jetzt natürlich meine Phasenberechnung? Die Phasenberechnung malt jetzt hier mir so einen Pfeil hin und misst diesen Winkel. Und zeigt mir anstatt einem Winkel 0 diesen kleinen Winkel an, der hier durch diese Rundungsfehler entstehen. Deshalb sage ich dem Programm halt, wenn Zahl hier liegt, so ganz nah bei 0, dann mach sie einfach zu 0 durch Rundung. Und dann stimmt es auch sozusagen wieder mit den Phasenwinkeln. Das soll uns aber egal sein erstmal. Das ist nur ein Problem, das bei den Phasen auftritt. Und wir haben ja gesagt, eigentlich gucken wir uns in der Signalverarbeitung hauptsächlich die Amplituden an. So, hier habe ich meinen Wert A0. Jetzt gehe ich hin und laufe durch alle Ks durch von 1 bis 50 und multipliziere jeweils meinen Cosinus K. Da müssen wir auch nochmal gucken, wie sieht das aus mit der Indizierung von solchen Matrizen oder Arrays in MATLAB und Octave. Und das sind Sachen, sollten Sie eigentlich jetzt alle können. Wem das etwas komisch vorkommt, der sollte sich jetzt schnellstens mal hinter MATLAB oder Octave setzen und das verstehen. Ich will es vielleicht mal kurz erläutern. Was ist K-Kosinus? Vielleicht wird das dann auch etwas klarer. K-Kosinus ist eine Matrix, in der jetzt in jeder Zeile, hier steht jetzt Cosinus von einmal Omega t. In der nächsten Zeile steht der Cosinus von zweimal Omega t.
für alle t's von 0 bis t. Also hier stehen irgendwelche Werte zwischen minus 1 und plus 1. Und hier stehen und jeweils n Einträge. Wir haben ja gesagt, wenn wir eine Zeitachse haben, td durch dt, dann stehen hier 1000 Zahlen, die genau dem Cosinus einmal Omega t entsprechen. Hier stehen 1000 Zahlen, die dem Cosinus zweimal Omega t entsprechen. Und so weiter. Und das geht hier runter jetzt für das Programm bis Cosinus 50 mal Omega t. Und wie kann ich jetzt auf die verschiedenen Zeilen zugreifen? Ja, bei Matrizen ist es ja immer Zeile, Spalte, Zeile oder Zeile, Spalte, ich weiß es jetzt gar nicht. Zeile, Spalte. Und das bedeutet jetzt, wenn ich auf diese Matrix zugreife und gehe hier auf k Cosinus 1, dann nehme ich mir die erste Zeile. Und da ich aber von der ersten Zeile alle 1000 Werte haben will, schreibe ich hier einen Doppelpunkt rein. Das bedeutet, übertrage mir die gesamte Zeile. Und wenn ich jetzt k gleich 2 nehme, dann nimmt er die nächste Zeile und so weiter. Ansonsten können Sie halt hier auf einzelne Elemente zugreifen. Wenn ich jetzt hier reinschreibe 1,1, dann ist es halt gerade der erste Wert in der ersten Zeile. Wenn ich 1,2 hinschreibe, ist es der erste Wert aus der ersten Zeile die zweite Spalte und so weiter. Wenn ich den Doppelpunkt reinschreibe, dann bedeutet das, gib mir diese gesamte, alle Spalten rüber. Ja? Also ich, und deshalb steht halt in dem Programm auch k Cosinus k, Doppelpunkt. Also immer die gesamten Spalten mir dann rübergeben. Das wird mit f elementweise multipliziert, aber das haben wir ja alles schon beim letzten Mal besprochen. Und ich bilde dann die Summe mal dt, 1 durch t, das ist genau das Fourier-Integral, was hier berechnet wird. Und dann habe ich meine entsprechende komplexes fk und von dem muss ich, wie gesagt, noch diesen Mittelwert jeweils abziehen. Deshalb habe ich den Mittelwert berechnet. Und wenn ich das fk habe, dann ist die Amplitude gerade 2 mal der Betrag von fk und die Phase ist der Winkel von fk. Jetzt gibt es noch hier diese etwas mysteriöse Zeile, die da heißt, ak ist ak end plus 1 gleich Amplitude. Vielleicht auch da nochmal ein kurzer Hinweis für MATLAB. Ansonsten kann man da auch mal im Internet nachgucken. Wie gesagt, diejenigen, die die Übung hier bei Herrn Kohl regelmäßig machen und die das sich schon alles in der Informatik angehört haben, für dieses Jahr alles alter, kalter Kaffee. Aber ich weiß halt, dass auch immer in der Vorlesung hier auch Leute sitzen, die mit MATLAB und Octave noch keinen Kontakt gehabt haben. Und das verträgt sich einfach nicht. Signalverarbeitung zu machen, ohne MATLAB oder Octave zumindest Grundkenntnisse zu haben, funktioniert nicht. Ja? Da müssen Sie sich irgendwie durch. Das steht auch deshalb im Stundenplan vorher, weil man es vorher gemacht haben soll. Und nicht, weil es uns gerade so eingefallen ist, weil es im Alphabet vielleicht vorher kommt. Das baut aufeinander auf. Und um jetzt mir die ganzen Amplituden merken zu können, habe ich jetzt hier einen Vektor ak. Den nenne ich hier ak. Und der ist erstmal leer, bevor meine Schleife losgeht. Und in diesem Vektor ak sollen jetzt alle Amplituden reingeschrieben werden. Und deshalb habe ich nachher hier eine Schleife, die da heißt vor k gleich 1 bis 50. Ich berechne dann hier meine Amplitude. Und dann, also hier passiert irgendwas im Programm, und dann kommt die Zeile, die da heißt ak ist end plus 1
gleich Amplitude. Und was macht diese Zeile? Die schaut sich an, wie viele Elemente sitzen in dem Vektor AK schon drin und hängt an den Vektor AK ein weiteres Element. Im ersten Durchlauf ist ja der Vektor leer. Was ist der Endindex dann eines leeren Vektors? Es ist 0. Jetzt läuft er das erste Mal durch. Jetzt steht hier, AK ist 0 plus 1, also schreibe an die Stelle AK 1 die Amplitude A1. Jetzt läuft er wieder durch, K gleich 2. Jetzt steht ja in AK schon ein Wert drin. Jetzt ist End gleich 1, also hängt er einen Wert dran und ist bei AK 2 und schreibt die nächste Amplitude rein. Und so weiter, sodass wir nachher etwas haben, das so aussieht, AK ist dann ein Vektor, der aus A1, A2, A3 bis A50 besteht, der sich aber in den verschiedenen Schleifen durchläuft und immer erst um einen erweitert. Und nach 50 Durchläufen sind 50 Einträge da drin. Und wenn K gleich 100 läuft, sind 100 Einträge drin. Das ist sozusagen ein wachsender Vektor, den ich hier habe. Das hängt immer an den bestehenden AK einen weiteren Wert dran. Ich sage es deshalb, weil letztens, in der letzten Vorlesung kam die Frage halt auf, was macht das eigentlich? Die Zeile steht da drin und damit man das vielleicht interpretieren kann. Und das Gleiche mache ich auch für Phi K. Da werden jetzt alle Phasen reingeschrieben. Da stehen halt die Phasen Phi 1, Phi 2, Phi 3 bis Phi 50 drin. Wenn ich jetzt diese 50 Einzelberechnungen auch durchgeführt habe. Und wie gesagt, entweder, das kann man vielleicht auch noch machen, indem man vorne nochmal eine Variable deklariert, die abgefragt wird, ob sie true oder false ist, dass dieser komplette also dieser ganze Sinus-Kosinus-Berechnungsschritt angezeigt wird oder nicht. Aber ich kommentiere es halt immer aus oder lasse es entsprechend drin. Wie gesagt, das ist sozusagen zum vollständigen Verständnis wichtig. Wenn Sie aber immerhin das Verständnis haben, dass aus einer solchen Funktion hier unten eine solche Darstellung wird, auf der wir jetzt nicht gegen die Zeit, sondern gegen K respektive gegen die Frequenz auftragen. Und dass das die Amplituden und die Phasen sind, dann haben wir eigentlich schon das wesentliche Ziel erreicht. Ja, also wir tragen hier jetzt gegen den Index auf. Und wenn wir jetzt wissen wollen, zu welchem Index gehört welche Frequenz, welche Formel muss ich dann benutzen, dann muss ich halt die Formel benutzen, FK ist K mal F0. Dann weiß ich, hier oder FK ist K mal 1 durch T. Hier weiß ich jetzt, wenn ich die beiden Graphen mir nebeneinander setze, ich hoffe, das geht jetzt, hier weiß ich jetzt, welche Frequenzen drin vorkommen, denn ich kenne ja mein T.
Mein T ist 2 Sekunden, also weiß ich, FK ist K mal 1/2 Hertz. Und dann weiß ich, dass K gleich 10, 10 mal 1/2 ist 5 oder K gleich 20, 20 mal 1/2 ist 10 und so weiter. Vielleicht langweile ich Sie jetzt auch mittlerweile, dass es alles super sonnenklar ist, aber mir ist das sehr, sehr wichtig, dass Ihnen das klar ist. Und wenn Sie da Fragen oder wenn Sie da Verständnisprobleme haben, dann kommen Sie nochmal auf mich zu, damit ich verstehen kann, wo möglicherweise das Problem liegt. Dann kann man das auch nochmal hier gemeinsam ansprechen. Also, wenn wir jetzt hier, und die habe ich jetzt vielleicht falsch rum angeordnet, besser wäre, wenn ich die andersrum anordne. Wenn ich jetzt hier meine Zeitdarstellung habe, unten ist das ja mein Signal, und kriege hier jetzt meine Fourier-Reihendarstellung, dann kriege ich hier meine Einträge auf der K-Achse oder auf der Frequenzachse. Die Frage ist jetzt, wie genau kann ich denn jetzt meine Frequenzen hier ablesen? Und wenn ich jetzt hier meine K-Einträge habe, K gleich 1, K gleich 2, 3, 4, 5, 6, dann ist jetzt ja auch zum Beispiel die Frage, wie groß ist denn mein Frequenzschritt zwischen zwei K-Einträgen? Wobei das ziemlich einfach ist. Denn K gleich 1, das war ja einmal F0. K gleich 2 ist 2 mal F0, K gleich 3 ist 3 mal F0, K gleich 4 ist 4 mal F0 und so weiter. Das heißt, wie groß ist jetzt der Abstand zwischen den einzelnen Einträgen meiner Punkte hier? Ja? Wenn ich 2... 3 mal F, wenn ich jetzt für F mal was einsetze, wie groß ist dann der Schritt? Von einmal einer Frequenz zu zweimal einer Frequenz zu dreimal einer Frequenz zu viermal einer Frequenz, es erhöht sich immer um einmal die Frequenz. Also der Abstand ist immer F0. Und das ist hier auch der Punkt. Dadurch, dass ja jetzt bei T gleich 2 der Abstand zwischen zwei Ks nur noch halb so groß ist, muss ich halt doppelt so weit laufen, um zu meinen nächsten wirklichen Frequenzen von 5 nach 10 und von 10 nach 20 Hertz zu gelangen. Das heißt, was wir sehen, und man nennt das F0 auch gerne sozusagen die Auflösung jetzt im Frequenzbereich. F0 ist die Schrittweite und ich sehe, wenn ich jetzt mein T immer größer mache, was passiert dann mit dem F0? Die Schrittweite im Frequenzbereich wird logischerweise immer kleiner, denn F0 ist ja gerade 1 durch T. Je größer T im Zeitbereich gewählt wird,
desto kleiner wird die Schrittweite F0 im Frequenzbereich. Und das ist jetzt ein wesentlicher Übergang auch, denn bisher haben wir immer gesagt, die Signale, die wir hier betrachten, müssen periodisch sein und müssen eine Periodendauer groß T haben. Und dann können wir eine Frequenzreihe entwickeln. Jetzt sind natürlich in der Regel Signale nicht periodisch, sondern Signale haben irgendeine Form, aber wiederholen sich nicht permanent. Das heißt, in der Regel sind Signale nicht periodisch. Für die Fourier-Reihenentwicklung müssen periodische Signale, das ist irgendwie schon klar, aber ich glaube, ich schreibe es nochmal auf. F von T vorliegen. In der Realität sind jedoch Signale typischerweise nicht periodisch. Ja, also wenn ich jetzt mir irgendeinen Sound mit Order City aufzeichne, dann ist es ja typischerweise nichts Periodisches. Wir finden keine sich immer wieder wiederholenden Signalsequenzen. Und darüber hat sich auch Fourier Gedanken gemacht und hat dann neben der Fourier-Reihenentwicklung auch die allgemeingültige Fourier-Transformation entwickelt. Also für nicht-periodische Signale hat Fourier ich habe es mal die allgemeine Fourier-Transformation entwickelt. Und das ist vielleicht auch der Begriff, den Sie eher noch aus der Mathematik kennen. Und der wesentliche Gedanke, der dahinter steckt,
und den wir jetzt hoffentlich auch nachvollziehen können, ist die Überlegung, ja, worin unterscheiden sich denn periodische Signale von nicht-periodischen Signalen? Und da sagt man ja, was ist die Periodendauer T nochmal? Die Periodendauer T ist die Zeit, nach der sich das Signal wiederholt. Und wenn ich jetzt ein nicht-periodisches Signal habe, dann kann ich natürlich genauso behaupten, das Signal wiederholt sich im Unendlichen erst wieder. Also im endlichen Zeithorizont wiederholt sich das Signal nicht. Also habe ich einen Übergang, das ist jetzt rein mathematisch eine Betrachtung, aber die hilft uns hier relativ gut weiter, um den Formalismus zu entwickeln. Also für nicht-periodische Signale und ich schreibe es mal ruhig umgangssprachlich, kann man behaupten, sie hätten eine Periodendauer von unendlich. Das heißt, erst nach unendlicher Zeit kommt die periodische Wiederholung. Ich weiß nicht, ob Sie aus der Geometrie auch die Betrachtung kennen. Wie sieht es mit dem Schnittpunkt von parallelen Geraden aus? Ja, parallele Geraden schneiden sich ja in unserer Anschauung nicht. Aber man kann genauso behaupten, parallele Geraden schneiden sich im Unendlichen. Deren Schnittpunkt liegt in maximal weiter Ferne, den ich auch nicht erreichen kann, aber da würden sie sich gegebenenfalls schneiden. Und so kann ich sagen, okay, ein nicht-periodisches Signal hat einfach die Periodendauer unendlich. Und da schaue ich mir halt jetzt an, und das wollen wir dann auch am Donnerstag machen, wir werden jetzt sozusagen mal den nächsten Schritt machen. T geht jetzt gegen unendlich. Was passiert jetzt hier auf meiner Frequenzachse? Damit auf der, wir können es hier noch vielleicht K-Achse nennen, beziehungsweise Frequenzachse. Das können Sie sich ja mal, schon mal überlegen. Das ist genau der Punkt, an dem wir dann am Donnerstag einsteigen wollen und dann den Schritt machen von der mittlerweile ja doch wirklich ausdiskutierten Fourier-Reihenentwicklung hin zur allgemeingültigen Fourier-Transformation. Okay, Schluss für heute.